Ja. Clash of Clans. War ich stehen geblieben, ne? Ja, mal dokumentieren wieder oder so. Hätte ich Bock drauf tatsächlich. Hätte ich sehr, sehr Bock drauf. So, als neues. Neues Clash of Clans Projekt. Jo. Jo. Aber ich glaube, das würde ich dann wieder nicht durchziehen. Ich würde dann irgendwann mit Rathaus 6 oder so wieder aufhören. Nicht mehr. Weil man kann es halt nicht regelmäßig so machen, wisst ihr? Kann es leider nicht regelmäßig hochladen. Man könnte vielleicht doch so sagen, jo, wöchentlich oder so lädt man einen Part von Clash of Clans hoch. Und so gucken, wie man wöchentlich vorangeschritten ist. Ne? Aber ich weiß nicht, ob es sich dazu lohnt. Tatsächlich. Okay, wir müssen nochmal gleich ein bisschen Pilsifbeere und so mitnehmen. Zwei Siedelbeeren und eine Pilsifbeere. Da. So. Nein! Wir haben keine Siedelbeeren mehr? Was? Lol. Keine Siedelbeeren mehr, Leute. What the fuck? Haben wir... Gibt's Beeren gegen Paralyse? Brand? Gegen Verwirrung meine ich? Nee, wieso sie nicht? Schade. Gibt es Anti-Verwirrbänner? Schützt vor Konfusion. Ist doch Verwirrung, oder? Die Fortbewegung und der gezielte Einsatz von Attacken wird erschwert. Letztere treffen wohl auch Freunde. Also ja, Verwirrung, okay. Ja, für leider nur eins. Zieht einen Angriff auf einen Verbündeten in der Notaussicht, okay? Teamattacken kann schnell eingesetzt werden. Nehme ich mal das Persimband mit? Nee, komm. Brauchen wir nicht. Obwohl, eigentlich kann ich's nehmen, ne? Ja, Items. Item mitnehmen. Persimband. Ich brauche nämlich das eine Band eigentlich nicht mehr, ne? Und ich glaube, ich nehme irgendwie noch ein Band für mich mit. Das hier. So, ich nehme das Dingsband nicht mehr mit. Ja, das Versammlungscape meine ich. Das nehme ich. Das nimmt Teddy. Das Versammlungscape nicht mehr und das Gateband hier. Finde ich ganz cool, aber brauche ich eigentlich gar nicht so wichtig, so dringend. So, gehen wir weiter. Gucken wir mal, wie wir so spielen. So, dass Teddy Verwirrung halt nicht mehr uns angreifen kann. Weil, ne, ist halt schon echt nicht so geil. Alter, wie viel KP hast du? Warte, Alter, Vater. Okay. What the fuck? Wieso bist du denn zu uns geportet mit dem Versammlungscape? Oder war das jetzt Zufall, dass das hatte? What? Okay. Amotiel! Hi. Hi. Gegen das untere Pokémon, da will ich nicht kämpfen. Wir haben halt gerade Brand. Ist halt nicht so geil. Aber naja. Die regenerieren ja noch KP. Das ist halt das Gute. Ich wollte gerade sagen, ne? Wenn ich gerade nur für diesen Raum hier einmal komplett außen rum gelaufen wäre. Nee. Ich setz bei dir nur Doppelhieb ein. Weil du so viele KP hast, ey. Holy fuck. So, hier kommen wir da. Oh, Treppe. Nice. Eine Stunde 10 nehme ich schon auf. Ist interessant. Danke. Zack. Yes.
So. Hey. So Silberhauch kannst, finde ich eigentlich nicht so geil. Ach komm, danke. Wie viel KP hast du denn? Sorry. Meine Güte. Also jetzt mal im Ernst, das hatte doch arsch viel KP, also viel zu viel KP für meinen Geschmack. Dafür, dass es ein normales Pokémon ist. Das hat doch safe irgendwie 160 KP oder so? What? Was ist das für ein Pokémon? Es ist so ein komisch, irgendwie ist das... Weiß ich nicht. Warum ist das die ganze Zeit da? Steckt sich im Boden, wehe. Okay. Komisch. Komisch, komisch. So. Suma, ne, hoffen wir mal, dass wir hier schnell durchkommen. Ich muss ja leider zugeben, ich bin froh, wenn ich dieses Let's Play beendet habe. Ich habe momentan nicht mehr so viel Lust auf dieses Spiel. Marmutil! Auf Marmutil habe ich Lust, weil Marmutil ist gut. Und ich habe halt übel Bock auf normales Pokémon wieder. Ist vielleicht noch ein Faktor. Ein Faktor. Aber... Ja. Mystery Dungeon ist halt gerade... Weiß ich nicht. Nee, habe ich keinen Lust mehr so. Ich bin froh, tatsächlich, wenn das Display vorbei ist. Aber ich glaube, ich habe auch schon öfter gesagt. Es zieht sich aber auch sehr, ne? Ich weiß nicht, ob nur ich das Gefühl habe. Oder ihr auch. Aber ich finde, dass das Spiel zieht sich sehr. Es ist so ein Spiel, was versucht, so noch ein bisschen aus sich rauszuholen, was so. Und es dadurch einfach nur in die Länge zieht irgendwie. Oder? Kommt mir das nur so vor? War das bei Mystery Dungeon 1 und 2 auch schon so? Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Also, habe ich damals zumindest nicht so empfunden. Und auch beim Let's Play nicht. Hier schon eher. Ich weiß nicht irgendwie. Naja. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ob es für euch auch so eher so ein Nee ist oder ob ihr sagt, ja nee, geht voll fit. sieht ganz aus, als hätten wir es bald geschafft. Oh, dort ist ein Weg. Der wird uns sicher weiterführen. Los, Doki. Unterdessen bei Moigon Viridium. Na, der Weg öffnet sich ein wenig. So könnte unser Gegner uns sofort erspähen. Wir sollten uns also nicht allzu lange hier aufhalten. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Boah, ihr zwei. Ja. Wie man es in der Welt hat, ihr bloß hier raufgeschafft. Oh weh, ich muss jetzt gegen die kämpfen. Diese Stimme gehört doch zu einem unserer Gegner. Wir sagen doch, wir sollten uns auf der Hut sein und prompt werden wir erwischt. Ja, dieser Eisballast schwebt doch auch oben im Himmel. Und sehr erstaunlich ist es daher, dass ihr doch nicht es bisher geschafft habt. Doch wo ihr nochmal hier seid, wollen wir euch auch willkommen heißen. Los, aus mit Gebrüll. Oh Gott. Gleich 6 auf einmal. Lass uns nach einer Lücke suchen, Lücke in ihren Reihen suchen und dann ist sie weg. Ach, davonlaufen wollt ihr also, ah. Tja, das möchte ich erstmal sehen. Wir teilen uns einfach auf und treiben euch in die Enge. Mist. Wir reden hier um Emolga. Oh, Schreck, lass nach, noch mehr von denen. Teddy, Doki. Ihr habt zwar nicht damit gerechnet, ich hab doch nicht damit gerechnet, euch zwei hier eingekesselt vorzufinden. Aber die Hauptsache ist doch, dass ihr beide wohl auf seid. Ja, noch zumindest. Ja, nun gut. Dann zeigen wir diesem Haufen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Ja, Doki, weiß der Kyurems, Mann, die Worte stoßen bei dir. Also auf taube Ohren, wie? Ja, gerade dich werde ich hier nicht vorbeilassen. Darauf kannst du Gift nehmen. Niemals. Wirst du niemals. Alles klar. Ach komm.
Als ob die jetzt auch noch diese... Oh, diese paar Erfahrungspunkte, als ob die hinterhergeschmissen werden. Okay. Iridium auch. Alles klar, ich akzeptiere es mal. Kann ich jetzt... Danke. Heuler. Oh, ist doch auch... Ich hab dafür, glaube ich, nicht genug Belebersamen dabei. Leute. Och, kommt. Er ist aber auch doof aufgeteilt hier, oder? Find ich. Komm, er ist nur so vor. Ist okay jetzt. Schnurgast Schild da oben. Kannst du mal aufhören, Heuler einzusetzen? Holy fuck. Tschüss, Viridium. Nicht tschüss, Viridium. Ein KP hat die. Alter, was? Also, kann mal bitte das Dings da oben aufhören, das Dings einzusetzen? Ja, tschüss. Tot. Es geht echt ein bisschen auf den Sack. Und das, diese Aufteilung hier ist halt auch echt doof, oder? Also 6 Stahllabor. Danke, endlich hast du dich mal bewegt, Schnurgast. Holy fuck. Dann kommt noch dazu hier, ne? Das seht ihr selber. Dass das Viridio mit dem Morga da unten kämpfen. So gegen 2. Ich und Teddy gegen ein einzelnes. Die ganze Zeit wird ausgewichen hier und unsere Attacken werden nicht getroffen oder treffen nicht. Dann kommt dazu, dass Schnurgast die ganze Zeit Heule eingesetzt hat. Ach Gottchen, ey. Beweg mich mal zu ihm, Olga. Teddy, greif bitte nicht Schnurgast an. Ja gut, Teddy ist besiegt. Als ob ich dann rausgeschmissen, was? Wie dumm ist das denn bitte? Das ist halt des Todes dumm. So Leute, hier ist der Part erstmal vorbei. Ich habe den Kampf noch einmal versucht und bin wieder gescheitert. Und ich habe mich den Dungeon über wieder einfach nur komplett über das ganze Spiel aufgeregt. Und das müsst ihr nicht unbedingt sehen. Also kommt jetzt gleich ein Cut und dann seht ihr... Sehen wir uns nach dem Kampf wieder. Ich werde den Offscreen jetzt versuchen, nochmal neu zu machen. Und ja, damit ich mich nicht die ganze Zeit drüber aufreg. Das ist für euch wahrscheinlich auch doof. Würde ich mal sagen. Also, bis gleich. Hallo, meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück. Ihr seht, ich habe es fast geschafft. Mit viel Orb einsetzen und, ja, Glück habe ich es dann endlich mal geschafft, alle zu besiegen. Es war anstrengend, Leute. Es war as fuck anstrengend. Holy shit. Es dürfte gleich besiegt sein. Das letzte Stahllabor, ja. Geschafft. Alter, das... Ihr glaubt nicht, wie ätzend das war. Geschafft. Endlich. Ja, das wäre erledigt. Wurde aber auch langsam Zeit. Lass uns hier aber keine Wurzeln schlagen. Ja, stimmt, du hast recht. Diese Typen werden sich nämlich sofort wieder an unsere Fersen heften. Sobald wir sie wieder auf den Beinen sind. Und wenn dann noch ihre Kumpel dazukommen, haben wir ein echtes Problem. Denn gegen diese Überzahl können wir beim besten Willen nichts ausrichten. Ja, ich weiß. Dann lass uns mal keine Zeit verlieren. Los geht's. Gehen wir jetzt mit Viridium und Imolga weiter, oder? Wie sieht's aus? Wir sind ziemlich weit im Süden. Unsere Geschwindigkeit erhöht sich. Meister Kyurem, willst du damit sagen,
Der Wind der Enttäuschung wird stärker. Der Kältekern gewinnt an Kraft. Die Kraft des Kältekerns? Mir scheint, es kommt wohl sogar etwas schneller, als ich es vorausgesagt habe. Das Ende der Welt naht. Schon bald wird niemand mehr den Kältekern aufhalten können. Ich glaube zwar nicht, dass sich der Wind jetzt überhaupt nochmal dreht. Aber selbst Unwahrscheinliches kann bisweilen eintreten. Seid auf der Hut. Jawohl. Alles klar. Verstehe. Schon bald also geht die Welt unter. Diese erbärmliche Welt, die es gar nicht verdient hat zu existieren. Sie wird jetzt also vergehen. Somnium. Toxiquark, ja, was hast du? Doki ist, Doki, die anderen sind auf dem Weg hier, Quack, Quack. Wie meinen? Schnurrgast haben sie bereits fertig gemacht. Doki ist ein Mensch. Das bedeutet, der Kältekern ist vielleicht in Gefahr, Quack. Wir können sie nicht einfach so frei herumspazieren lassen, Quack, 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 Quack. Beruhige dich wieder, Toxiquark. Kein Grund zur Panik. Es wird nicht wieder so laufen wie auf dem Berg Genovea. Damals haben wir sie gesucht, sie waren auf der Flucht. Doch dieses Mal wissen wir genau, wohin sie wollen. Und wir kennen uns hier besser aus als sie. Oh, das stimmt, Quark. Wir locken sie in die Falle und machen ihnen allen auf einmal den Garaus aus. Quark, 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 Quark. Das wird ein Spaß, Quark, Quark, Quark. Ich gehe und sage es weiter, Quark. Alles klar. Ja, okay, Emolga und Viridium sind wieder dabei, wie es aussieht. Es sieht aus, als wären wir diesmal an einer anderen Stelle rausgekommen. Können wir sicher sein, dass irgendwo weiter oben der Kältekern wartet? Ja. Wir bewegen uns immerhin stetig nach oben. Das wird schon also schon passen, oder? Aber was machen wir jetzt? Sollen wir uns wieder aufteilen? Nein, ich denke, ab jetzt sollten wir zusammenbleiben. Somnium weiß inzwischen bestimmt, dass wir hier sind. Ja, stimmt. Ursprünglich haben wir uns ja aufgeteilt, so damit Somnium uns nicht mehr entdeckt. Aber wenn wir wieder wie vorhin in die Bredouille geraten, können wir zusammen mit vereinten Kräften kämpfen. Dann ist ja alles klar. Wir bleiben aber hier zusammen. Aber was mit Nachtara und Siana? Ob es ihnen wohl gut geht? Ich mache mir auch Sorgen. Aber jetzt muss die Zerstörung des Kältekerns Vorrang haben. Die beiden erwarten sich ja auch von uns, dass wir die richtigen Prioritäten setzen. Und wir tun das ja nicht nur für Nachtara und Siana. Wir tun das für alle Pokémon, die jetzt nicht hier sind. Für alle im Pokémon-Paradies und in Rastatt. Wie Dummesel, der sich entschied, im Paradies zu bleiben und alles daran zu setzen, die anderen zu überzeugen. Und nicht nur er. Auch Terrybug und Yorklef. Und Swarones und die anderen, sie geben sich bestimmt alle Mühe. Sie versuchen jetzt fieberhaft, alle anderen zu überzeugen. Sie glauben daran, dass es uns gelingt, den Kältekern zu zerstören. Deshalb müssen auch wir ganz fest an sie glauben. Und wir müssen auch daran glauben, dass es nach Tara und Siana gut geht. Und mutig voranschreien. Genau. Wir dürfen den Mut nicht verlieren. Wir müssen jetzt tapfer sein, um unsere Welt zu retten. Wir glauben an unsere Freunde. Und geben alles. Okay. So. Items ablegen. Das Kraftband behalten wir mal. Das Versammlungskit packen wir weg. Wo das Kraftband? Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ist ja für normalen Dings, für normalen Angriff. Wir haben noch 3 Sinelbeeren, eine Arena-Beere packe ich weg. Die Samen habe ich tatsächlich nicht benutzt, das heißt, ich werde die auch weiterhin nicht nutzen. Und die ganzen Orbs und so schmeiße ich nochmal weg, die nehme ich gleich nochmal alle mit. Wir nehmen 2 Spezialbänder mit, würde ich sagen. Ich glaube, ich nehme sogar den Union-Schal mit. Nochmal 2 Pürsef-Beeren.
Kein Bock mehr auf Brand oder sowas. Und Samen, keine besondere Wirkung. Die Samen brauche ich auch alle eigentlich nicht. Ich nehme mal alle 4 Trainingssamen mit. So setze ich dann gleich bei allen ein, einmal. Hier ist der Reinsamen, ne? Der teleportiert uns zu der Treppe. Das wäre auch noch eine Idee, aber lass ich erstmal. Top-Elixiere haben wir noch genug? Wir haben 56 Top-Elixiere, Alter. Ein Allkraft-Orb hatte ich dabei auf jeden Fall. Nehme ich mal 2 mit. Verhindert negative Zustände habe ich auch mitgenommen. Appell-Orb nehme ich einen mit. Reduz-Orb vorsichtshalber. Der war richtig nice, der Star-Orb. Nehme ich auch 2 mit. Und der Schlaf-Orb war richtig nice. Chaos-Orb löst mal einen Gegner in Konfusion aus. Nehme ich auch mal einen mit. Und ich glaube, das wäre es dann tatsächlich. Ja. Legen wir nochmal unser ganzes Geld ab. Haben wir ja ganz gut was gehabt. 6000, Alter. Hui. Items, Spezialband geben wir Emolga, genau wie das Band, auch Viridium. Wir haben leider kein Persimband mehr, das ist ein bisschen schade. Ich glaube, das lege ich auch ab und gebe Teddy auch nochmal ein Spezialband. Habe ich nicht mehr, ne? Shit. Okay, dann bleiben wir beim Persimband. Okay. So. Dann hätten wir, glaube ich, alles. Und gehen weiter.